Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder einen Mini-Mini-Einkauf, den ich euch zeigen möchte. Und wieder ist es Kick und Teddy. Im Kick sind es bloß drei Sachen, deswegen zeige ich die euch einfach jetzt mal als erstes. Und zwar ist es da einmal diese Streudeko, oder hier nennt es Bastelkonfetti, 20 Gramm für 1 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, das gab es, glaube ich, noch in Silber, Gold. Das ist jetzt eher so, also für mich sieht das schon fast Roségold aus. Ja. In der Kamera kommt es jetzt nicht so rüber. Aber Roségold, finde ich, ist es eher. Und das hat mir halt super gefallen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn hier nicht überall diese kleinen Löcher drin wären. Aber gut, das fällt wahrscheinlich gar nicht groß auf, wenn man das jetzt irgendwo mit reinschmeißt. Wirklich als Konfetti. Nur zum Eingießen ist es dann halt ein bisschen komisch, weil halt dieses Loch drin ist, ne? Zum Beispiel. Genau, dann mit Bastelkonfetti weiter. Habe ich das hier neu entdeckt. Das sind einmal, fand ich so toll, diese Creme, Lachs, Rosa, keine Ahnung was, farbenen Blätter. Dann diese Mini-Pailletten und dann diese silbernen, ja, wie Rauten. Also das fand ich einfach eine coole Mischung. Die hatten dann auch noch irgendeine goldene Mischung, also mit viel Gold drin. Aber das hat man ja irgendwie schon zur Genüge, weil zwecks Weihnachtszeit und so. Deswegen ist es nur das geworden. Die hatten auch wirklich viele verschiedene neue Sachen, die ich aber jetzt aktuell nicht brauche. Und wo ich auch gesehen habe, dass Unmengen davon da ist. Und da habe ich gedacht, kann ich die, falls mir dazu was einfallen sollte, die Sachen auch noch die nächsten Wochen holen, da wird immer noch genug da sein. Und zwar solche Mini-Quasten. Ich weiß gar nicht, ob es, ja, ich glaube, es waren 2 Reihen. Also bestimmt 10 Stück waren da drin in einer Packung. Haben, glaube ich, 2 Euro gekostet, 1,99. Und halt immer 4 verschiedene Farben. Oder waren es sogar 12 Stück. Und damit das mit den 4 verschiedenen Farben aufgeht, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, aber werde ich bestimmt irgendwann doch nochmal holen, weil da waren so viele da. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass die weg sind, bis ich das nächste Mal dort bin. Und es tut mir jetzt auch leid, dass immer nur Kick und Teddy kommt. Aber der Action, der ist jetzt gar nicht mehr so weit von uns entfernt, aber es ist immer, also es ist trotzdem immer noch zu weit, um da mal schnell mal eben so hinzufahren. Weil wir haben kein Auto, ich fahre kein Auto, ich habe totale Autofahrphobie, deswegen fahre ich da mit dem Bus hin. Und der Bus fährt ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde dahin und dann wieder zurück. Und ja, da würde ich dann am liebsten mal alleine fahren, wirklich, dass ich mal also komplett Ruhe habe da beim Shoppen und mir alles genau angucken kann. Ja, und die Zeit habe ich irgendwie nie, weil wenn mein Freund frei hat, dann hat er auch irgendwas zu tun oder irgendwas vor oder muss irgendwo hin. Und da müsste er halt mal so viel Zeit haben, dass er da komplett auf den Kleinen aufpassen kann. Und auch sich nicht selber Druck machen muss, damit ich beruhigt dorthin fahren könnte. Und ja, das Dritte, was ich mir vom Kick mitgenommen habe, sind diese Einhörner. Und die sind also auch für 1 Euro. Na, seht ihr es da oben, ja. Und die haben, seht ihr hier, so sind ein bisschen beglitzert. Da gab es dann noch eine Variante mit Schwarz-Weiß-Gold, so goldfoliert. Und dann noch so was ganz Florales, so ganz viele Blümchen und Weiß. Das sah auch richtig toll aus. Aber es sollte jetzt erstmal bei mir bloß der sein. Hatten sie auch ganz viele da, auch bei uns definitiv ganz, ganz neu. Ich weiß nicht, es ist ja immer so unterschiedlich in den Filialen. Vielleicht gibt es die Stickerbögen ja bei den ein oder anderen schon länger. Aber bei uns sind die ganz neu. So, und dann war ich noch im Teddy. Im Prinzip brauchte ich nichts. Ich hatte nichts Bestimmtes vor mir zu kaufen. Ich wollte eigentlich in den Wühlkisten schauen. Aber, also im Kick gibt es bei uns Wühlkisten noch. Da ist noch Weihnachtszeug drin. Das geht aber ab 1,99 Euro aufwärts. Also da ist noch nichts extrem gesenkt, obwohl wir jetzt schon Februar haben. Und im Teddy
gibt es bei uns keine Wühlkisten mehr. Also das finde ich furchtbar, weil ich habe das immer geliebt und dann habe ich ja auch immer für die Kita so ganz viel noch mitgeholt an Bastelzeug für die nächste Weihnachtszeit. Und jetzt plötzlich, also es ist mir das letzte Mal schon aufgefallen, da dachte ich, die haben die bloß beiseite genommen und füllen die jetzt im Hintergrund wieder auf. Aber es gibt keine Wühlkisten mehr. Und als es die noch gab, das war kurz nach Weihnachten oder gleich ganz am Anfang vom Jahr, da war halt auch viel gesenkt auf 55 Cent bloß oder 1 Euro oder höher. Und diese 10 Cent Schnäppchen, die ich da immer abgesahnt habe. Also das ganze Weihnachtszeug, das scheint jetzt schon weg zu sein bei unserem Teddy. Und dann hängt bloß in den Regalen, also da muss man wirklich intensiv jedes Regal durchgehen und dann gucken, ob da irgendwo so rote Preisschilder sind. Weil die das immer direkt mit dort hinhängen, wo es halt eigentlich hingehört. Aber da war wirklich überhaupt nichts Schönes dabei. Ja, dann habe ich bloß, wie gesagt, weil ich halt gucken wollte, in jedem Regal, in jeder Abteilung bin ich halt komplett durchgelaufen. Und dann habe ich einmal diese Mini, Boxen, Dosen gefunden. Das sind halt so hier. Klack, klack. Oh, die sind aber, ne, die sind ja auch billig gemacht. Also ich könnte schwören, man sieht das hier auch schon, dass es schon so leicht ausbleicht nach dem ersten Mal aufmachen. Ich glaube nicht, dass die so lange überleben. Aber die hat jetzt, glaube ich, 75 Cent gekostet. Ja, genau. So, und ich dachte für irgendwelchen Kleinkram und diese Meerjungfrau hier drauf. Die fand ich einfach mega süß, auch weil die so, also weil die nackelig ist, ne? Fand ich irgendwie total niedlich und das Gesicht sieht so süß aus. Deswegen musste ich die mitnehmen. Gab es mit Sicherheit. Also gab es noch andere, aber die ist mir ans Auge gestochen. Da habe ich die genommen, weil eigentlich wollte ich die mir ja nicht holen. So, dann das. Und dann hatte ich ja gesagt, ich möchte mir unbedingt nochmal, was ich ja für die Deko für meine Große geholt habe, für den Kindergeburtstag, unbedingt nochmal dieses Deko-Konfetti holen, weil das so weiß irisierend ist, rosa schimmert und ich finde das mega schön. Für 1 Euro 14 Gramm hatten sie auch bloß noch zwei da hängen, aber ich wollte bloß noch eins, weil ich habe das Ganze, was ich auf die Tische und Schränke und Kommoden verstreut habe zu ihrem Geburtstag, habe ich alles aufgehoben. Also das kann ich dann auch noch benutzen, deswegen erstmal nur das. Eine noch. Dann habe ich mir diesen Stickerbogen. Den hatte ich mir damals schon mehrfach nachgekauft. Dann irgendwann gab es den nicht mehr. Und jetzt plötzlich hing da wieder ganz viel da. Habe ich mich auch wieder nur einmal dafür entschieden, den mitzunehmen. Für 1,50 Euro, weil ich diese Meerjungfrauen mal richtig süß gemacht finde. Also die finde ich wirklich zuckersüß gemacht. Die Gesichter und so, die sehen nicht so, also die sehen halt richtig niedlich aus. Deswegen den nochmal. Und dann habe ich was entdeckt. Gibt es ja mit Sicherheit. Ich trinke nur mal kurz einen Schluck Kaffee. Ja, Kaffee um die Uhrzeit. Aber ich kann da trotzdem super schlafen danach. Und zwar Designblock Geschenkanhänger. 20 Blatt mit vielen verschiedenen Motiven. A5. Genau, für 1,50. Das sieht man schon hier. Das ist normales Papier. Das ist Kraftpapier. Und mal gleich mal gucken. Da hat man halt diese Motive. Das dieselben, ja, drei. Oh Gott, nee, das sind alles nur dieselben. Vier, fünf. Nee, gut, fünfmal war das jetzt dabei. Dann hat man dieses. Das wird ja dann demzufolge auch wieder fünfmal dabei sein. Dann dieses. Da finde ich das hier oben auch so cool. Und na, wann kommt es nächste? Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Das hier noch. Und das war es auch schon. Also da hat man jetzt halt diese vier verschiedenen Motive dabei. Und ist auch gleich zum Raustrennen. Also kann man hier ordentlich raustrennen. Und für mich, die halt nicht so oft zum Action kommt, fand ich das eigentlich richtig cool, dass sie das jetzt da auch haben. Gab es noch eine andere Variante?
Da war dieses helle, also hier gefällt mir eigentlich auch wirklich bloß das hier so richtig gut. Und das hatten sie halt noch, auch nochmal mit viel Rosa und so weiter. Aber für 1,50 € kann man das schon mal mitnehmen, ne? Ist ja genug dabei. Ja, und dann bin ich halt in der Spittel-Spielzeugabteilung gelandet. Entschuldigung. Und dann habe ich mir einmal das mitgenommen. Magischer Ball für 2 Bälle. Leuchtet im Dunkeln. Es hat nur 1 € gekostet. Und das wäre auch so ein super Mitgebselgeschenk gewesen, ne? Wenn ich das schon eher entdeckt hätte oder es das schon eher gegeben hätte. Und wo stand das denn jetzt? Was da drin ist? Ach so, hier oben gleich. Enthält 2 Ballformen, 2 Beutel mit farbigem Puder. Ja, genau. Und das war's. Und dann hat man da drinnen mit Sicherheit eine Anleitung, wie man diese Flummis dann macht. Und ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, gab es sowas auch schon und da habe ich sowas auch probiert. Die waren dann so ganz rau, so ganz komisch, die Flummis. Ja, das will ich mal ausprobieren. Und dann, wenn wir schon bei Flummis sind, habe ich mir diese riesen Flummis mitgenommen. Orange, gelb, pink, grün, blau. Ich finde die mega schön und die sind auch schön groß und jetzt auch für den Kleinen, der liebt gerade alles durch die Gegend zu schmeißen. Und die Mädels mögen auch immer mal noch gerne so ein Flummi für 2 € diese 5 Stück. Und die sind wirklich schön groß. Die sind auch super so als Mitgebsel, ne? In unserem Fall, da kommen die halt vielleicht mal ins Osternest. Oder eben nebenbei mal, ne? Und dann habe ich was entdeckt. Das muss ich auch direkt mit euch aufmachen. Da klebt irgendwie Folie dran. Ja, so richtig lecker sieht das nicht aus, aber oh Gott. Ich versuche das jetzt erstmal aufzumachen. Die dreckige Folie abzumachen, bevor ich es euch zeige. Das lag wahrscheinlich schon länger dort. Aber ich habe es noch nie gesehen. Und zwar dieses Memory. Ich finde das so mega hübsch. Guckt euch das mal an. Dieses Mädel hier und dann dieses Pferd. Und ich habe das gesehen und ich musste das einfach mitnehmen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob ich das wirklich eins, also meinen Kindern schenke, weil eigentlich bleibt da ja bloß die Kleine. Die Große, die hat schon 1000 Memories. Und ja, das ist ja auch so ein bisschen von niedlich gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es aufkriege. Genau das Richtige für mich. Meine Geduld. Na, das will einfach nicht. Das geht nicht. Hilfe. Das gibt's ja nicht. Rutsche ich hier auch noch so. Ja, jetzt. Ich glaube, jetzt wird das langsam. Mit der Verpackung. Na, oh, es will einfach nicht. Oh ja. Oh, und die sind auch nicht so komisch umrandet, also nicht so. Ich mache die jetzt einfach mal mit. Also ich glaube fast, ich werde die wirklich für mich behalten und immer mal verbasteln. Die gab es auch nur noch einmal. Also vielleicht komme ich ja mal zu einem anderen Teddy und kann die mir noch mal holen, aber oh. Guckt euch mal diese süßen Bilder an. Und die Farben. Das sieht auch so mega süß aus. Da hatten wir 2 Stapel drinnen gehabt. Da ist dann das passende Gegenstück. Ach nein, doch nicht. Das funktioniert nicht so ganz. Dann hat man dieses Bild. Dann diesen Cupcake. Da gibt es schon wieder das nächste Bild dazu. Die kleben so ein bisschen aneinander, aber egal. Und das Memory hat 3 € kostet. Und das finde ich voll in Ordnung. Genau. Mal die hier doppelt. Dann gibt es hier diesen Schmetterling, die Schmetterlinge. Dann diese Tulpen. Dann hat man hier noch so einen rot-pinken Schmetterling. Dann hier nochmal das Mädchen.
Die kleben bitte aneinander. Dann dieses Mädchen. Denn hier ist das Pferdchen, was man schon vorne auf der Verpackung gesehen hat. Oh, mega süß. Dann ist hier auch so ein bisschen wie Schminke mit dabei. Ja, so ein Plush mit einem Pinsel. Oder Puder mit einem Pinsel. Die kleben aber ganz schön aneinander. Ach ja, hier habe ich nochmal die Tulpen. Ich hoffe, das dauert euch jetzt nicht so lange, aber da hat man hier noch so ein blondes Mädchen, beziehungsweise Fee-Elfer, wie auch immer. Dann ist noch ein Drache dabei. Dann nochmal Tulpen. Oder keine Tulpen, ne? Dann ein süßer Elefant. Und das Krokus wahrscheinlich gewesen. Dann das Pferdchen. Hat man ja schon. Dann hier einmal. Sind das zwei? Ne, ist eins das. Dann ja. Ich habe auch schon das Gegenstück. Mädel hatte ich euch auch schon gezeigt, den blauen Schmetterling auch schon. Jetzt kommen wahrscheinlich nur noch welche, die wir schon hatten. Das gibt es hier von dem zweiten. Dann gibt es hier solche Geschenke. Oh, die kleben auch aneinander. Aber wahrscheinlich nur jetzt beim ersten Mal, weil sie neu sind, ne? Dieses Mädel. Dann haben wir, wieder den Drachen. Mädel, das Blonde, genau, und die auch noch doppelt. Also es sind schon mal alle doppelt und ich finde die mega süß einfach. Wahnsinn. Und ist das irgendwie eine Serie oder sowas? Also das sagt mir irgendwie gar nichts. Also so ein bisschen niedlich gemacht ist sie ja wie Emily Erdbeer, aber die sieht doch ganz anders aus. Oder? Also ich habe die jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie sie aussieht, aber stechte ganz anders. Weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall kann ich das ja jetzt immer noch verschenken. Ne? Es hält noch extrem bombastisch zu. Und deswegen könnte ich das auch locker noch meinen Mädels schenken. Aber ich werde es wohl für mich behalten. Und dann lieber mal Ausschau halten, ob es das noch in einem anderen Teddy gibt. Vielleicht irgendwo bei uns in der Nähe. Und das mir nochmal nachkaufen. Oder für die Mädels nochmal nachkaufen. Weil diese Karten an sich, die finde ich super süß. Die kann man mal irgendwo mit reinpacken in ein Geschenk oder so. Oder irgendwo draufkleben und eine Karte draus machen. So blumig, schmetterlingshaft, feenhaft. So eine Karte. Und dann, das war also schon der Haul. Das war alles, was ich gekauft habe. Ja, war es nicht. Ich habe mir auch diesmal vorgenommen, dass ich wirklich nicht so viel ausgebe. Weil ich in letzter Zeit immer ganz, ganz viel geshoppt habe. Und wir fahren dieses Jahr wieder an der Ostsee. Und die ist ja auch nicht mehr so günstig, wie sie mal war. Und da waren wir vor 2 Jahren schon, wo wir jetzt hinfahren wieder, nach Ahlbeck. Und da finde ich super schön. Aber es hat halt trotzdem auch seinen Preis. Obwohl das direkt an der polnischen Grenze liegt, da hat man noch ein bisschen Glück. Also es gibt schon auch teurere Ecken an der Ostsee, aber da müssen wir trotzdem jetzt ein bisschen sparsamer sein. Ich bin halt auch immer so bei meinen Kindern gewesen. Also jeden Tag eigentlich, wenn wir irgendwie an einem Laden vorbeigekommen sind, ich sie abgeholt habe, durften sie sich was Süßes raussuchen, eine Zeitung raussuchen und so weiter. Und da habe ich denen jetzt schon erklärt, dass es jetzt nicht mehr jeden Tag geht. Also für die war es ja gefühlt jeden Tag. Und wenn es dann mal einen Tag nicht zum Einkaufen ging, dann, also zumindest bei der Kleinen so, ne, die versteht das noch nicht ganz. Die Große versteht das vollkommen. Und die Kleine dann, ja, warum gehen wir nicht einkaufen? Gehen wir heute wieder einkaufen? Das ging schon jeden Tag so, weil sie wusste, wenn wir einkaufen gehen, kriegt sie immer was. Und ja, jetzt habe ich denen erstmal erklärt, dass wir ein bisschen sparen müssen und dass jetzt eben nicht mehr jeden Tag geht. Jetzt wollte ich aber euch noch was anderes sagen, zeigen. Und zwar hatte ich mir ja im Netto dieses Set hier geholt.
Ne? Ich mache das jetzt einfach mal mit euch zusammen auf und zeige euch, was da drin ist. Der ein oder andere hat das vielleicht schon gekauft. Und zwar hat man dann hier einmal diese Anhänger. Und die scheinen wirklich aus Filz zu sein. Ja, die sehen so aus und sind wahrscheinlich auch daraus. Jetzt kommen hier wahrscheinlich die Kullern, die ich nicht richtig weggeräumt habe, schon entgegen. Genau. Diese. Und dann hat man hier diese Wolle. Achso, das war's schon. Genau. Hier müssen die Kullern wieder rein. Dann hat man hier diese Schlüssel. Ringe und Karabiner. Eigentlich ein richtig cooles Set. Aber Leute, ich habe keine Ahnung, was ist denn das hier eigentlich? Achso, die Nadel ist auch dabei. Wow, cool. Aber also es sind zwei von diesen grünen dabei. Die kann man hier so aufklappen. So. Und dann sieht man das auch in dieser Gebrauchsanweisung, in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sieht das so aus. Ja, diese Dinger hier aufgeklappt. Zack, zack. Muss ich die beide gegenüber halten dann? Und ach, ist ja Quatsch, das geht ja gar nicht. Also ich habe das wirklich so gemacht, wie es hier steht. Und ich kriege das einfach nicht hin. Also wenn einer meine Videos schaut und selber Videos macht, dann bitte, bitte schreibt mir in die Kommentare, falls ihr mal ein Video zur Pompom-Herstellung macht. Weil ich bin schon verzweifelt. Ich bin ja halt ein extrem ungeduldiger Mensch. Und wenn bei mir was nicht sofort funktioniert, dann möchte ich es am liebsten nicht mehr machen. Aber jetzt denke ich mir auch, mit so einem Pompom-Maker muss ich das doch irgendwie hinbekommen. Also es hat bei mir einfach nicht geklappt, dass dann hier... Ich habe das so eng drum gewickelt und als ich dann hier durchschneiden wollte, waren die alle einzeln. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich total easy und total einfach, aber ich muss es dann wahrscheinlich bei jemandem sehen. Und dann manchmal bringt mir so eine Anleitung nichts und da ist es mir dann, klappt es bei mir besser in meinem Gehirn, dass ich weiß, wie das funktioniert, wenn ich es bei jemandem gesehen habe. Also wenn ihr das mal machen solltet, bitte, bitte zeigt es mir. Ich habe jetzt jedenfalls diese lustige Methode gemacht mit über die Finger wickeln und so und da ist dann eben dieses Gestrüpp bei rausgekommen. Könnte ich jetzt hier irgendwo dran banzeln, aber ihr seht ja, schön ist was anderes. Und das habe ich dann auch noch in kleiner gemacht. Aber das ist furchtbar. Und ich möchte gerne so einen richtig schönen, wie sie hier drauf gezeigt sind. Ups. Nee, hier drauf sind sie gar nicht. Hier sind sie gezeigt. So ein. Oder solche. Die so richtig puschelig und wuschelig aussehen. Solche möchte ich gerne machen. Und das ist dann schon wieder die Anweisung oder die Anleitung für dieses Teil hier. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich weiß nicht, was da bei mir schief läuft, dass ich das einfach nicht kapieren möchte, wie das funktioniert. Aber vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen oder habt da schon mal ein Video dazu gesehen, dass es jemand gemacht hat und könnt mir das in die Kommentare schreiben. Das wäre ganz lieb, weil ich möchte jetzt unbedingt so einen Anhänger machen. Aber ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Pompons einfach zu kaufen. Pompons. Und so zu tun, als hätte ich es selber gemacht. Auch irgendwie blöd. Ja, jedenfalls war das jetzt mein Video und mein Anliegen an euch, falls ihr mir da helfen könnt. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Es wird heute mit Sicherheit noch online gehen, das Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.